Wenn du dein Kind zwei- oder mehrsprachig erziehst und wissen möchtest, wie du seine Sprachentwicklung am besten unterstützen kannst, dann ist dieses Video für dich. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Mein Name ist Dr. Adeline Hurmace und ich bin deine Expertin für frühkindliche Mehrsprachigkeit. Und heute spreche ich darüber, wie du ein förderndes Sprachumfeld schaffen kannst. Ja, der Sommer ist da und für viele bedeutet das mehr und intensivere Zeit mit den Kindern. Eine gute Gelegenheit, um die Sprache bewusst zu fördern. Heute teile ich ein paar grundlegende Tipps mit dir, die sich aus der Montessori-Pädagogik ableiten. Eigentlich sind es keine einfachen Tipps, sondern allgemeine Prinzipien für eine Grundhaltung. Ein Leitprinzip der Montessori-Pädagogik ist, dass junge Kinder eine innere Lernmotivation haben und von Natur aus neugierig sind. Wir als Eltern sollten ein Umfeld für unsere Kinder kreieren, in dem sie ihrem Drang nach Entdeckung und Lernen nachgehen können. Das bezieht sich auch natürlich auf das Lernen von Sprachen. Heute gebe ich dir drei Tipps, die dir dabei helfen werden, ein förderndes Sprachumfeld zu schaffen, so dass dein Kind in seinem Kleinkindalter schon sein Potenzial voll entfalten kann. Lass uns starten. Mein erster Tipp ist, Alltagsroutinen zu nutzen und Rituale zu etablieren. Je mehr ein Kleinkind in den familiären Alltag einbezogen wird, desto besser wird sich seine Sprachkompetenz auch entwickeln. Warum? Weil die Verknüpfung zwischen Wort und Gegenstand bzw. zwischen Wort und Handlung greifbarer wird. Dadurch ist dein Kind in der Lage, sich Wörter besser zu merken und schneller wieder anzuwenden. Deshalb solltest du deinem Kind schon sehr früh ermöglichen, sich an Alltagssituationen wie Kochen, Putzen oder Wäsche waschen zu beteiligen. Für typische Alltagssituationen wie Kochen, Anziehen oder Zähneputzen sollten sich Gegenstände in ihrer Reichweite befinden, die von ihnen selbstständig benutzt werden können. Kinder wollen selbstständig werden und erfahren dabei Freude und Selbstwirksamkeit, was wiederum ihre Lust zu kommunizieren stärkt. Stelle in der Küche zum Beispiel einen Lernturm hin, dadurch machst du viele Situationen für dein Kind erreichbar und du kannst es involvieren. Schaffe auch kleine Rituale und integriere sie ganz fest in euren Alltag. Kinder lernen am besten in vertrauten, wiederkehrenden Situationen. Deshalb halte ich Rituale für extrem wichtig. Ein Ritual kann zum Beispiel sein, dass du beim Zähneputzen immer dasselbe Lied in einer Sprache mit deinem Kind singst. Zweiter Tipp: Nutze Spiele und Bücher als Grundlage für Interaktion und knüpfe an die Interessen deines Kindes an. Da, wo das Interesse deines Kindes ist, da liegt auch seine Sprachlernmotivation. Hab also immer im Blick, was es gerade besonders spannend oder faszinierend findet und nutze das aus, um seine Sprachkenntnisse zu fördern. Hol dir Materialien, die dich dabei unterstützen. Bücher zum Beispiel sind natürlich wichtige Alltagsbegleiter und sollten schon vom ersten Lebensjahr an für dein Kind zugänglich sein. Nutze Bücher und Spiele als Grundlage für Interaktion mit deinem Kind und lege dabei den Fokus auf den Aufbau des Wortschatzes. Sprachspiele sind auch eine wunderbare Möglichkeit, bestimmte Sprachkomponenten gezielt zu fördern. Manche fördern eher das Sprachgefühl, andere bereichern den Wortschatz oder fördern die Anwendung von Pronomen, Artikeln und Satzbau. Auch hier knüpfe an die Interessen deines Kindes an. Zeigt es gerade Interesse daran, wie das Licht an- und ausgeht zum Beispiel, dann führe diese Aktion mehrmals durch und betone dabei die Wörter an und aus. Nächste Woche gibt es auch hier von mir in einem anderen Video ein paar Sprachspielideen für unterwegs. Bleib also auf jeden Fall dran. Dritter Tipp: Mit deinem Kind gerecht sprechen und umgehen. Mit Sprache wird man ja nicht direkt geboren. Die Sprache erfährt ein Kind von anderen Menschen. Es wächst in die Sprache hinein mit Wörtern, die es wieder und wieder hört. Und deshalb ist es nicht nur wichtig, viel mit seinem Kind zu sprechen, sondern auch auf eine gewisse Wortwahl zu achten und gewisse Wörter immer wieder zu wiederholen. Führe Gespräche mit deinem Kleinkind und involviere es, auch wenn du das Gefühl hast, dass es dich noch nicht ganz versteht. Frage zum Beispiel, was denkst du? Achte darauf, deinem Kind genug Zeit zum Reagieren zu geben und vermeide, ihn oder sie beim Sprechen zu unterbrechen. Das waren jetzt drei wichtige Tipps, um ein förderndes Sprachumfeld zu Hause zu schaffen. Ich fasse zusammen, nutze Alltagsroutinen und Rituale, Spiele und Bücher und hab einen bewussten Umgang in der Kommunikation mit deinem Kind. Ein förderndes Sprachumfeld umfasst aber noch viel mehr als das. Hol dir meinen neuen und kostenlosen Multilingual Parenting Starter Guide, um zu erfahren,
wie du optimal in die zwei- oder mehrsprachige Erziehung startest und deinem Kind das ideale Sprachumfeld bietest. Den Link findest du in der Beschreibung. Wenn du Fragen hast oder mit der Community deine Erfahrungen teilen möchtest, dann schreib gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Tipps zur mehrsprachigen Erziehung zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. À bientôt, deine Adeline.